Microphone activated. Mieser Verräter. Microphone muted. Du Dina, du lebst noch, das ist schön. Ey, die Lampe, die hält aber auch wie sonst was, ne? Lecker. Die Grube, Rachel. In was ist sie gefallen? Eric? Sie ist eigentlich ursprünglich nur runtergefallen. Wo bist du? Da, wo du nicht bist. Siehst du, die lebt noch. Okay. Nimm es doch an, Salim. Wie viele eurer Männer sind hier? Habt ihr chemische Waffen bewacht? Diesmal hast du dich selbst übertroffen, Schatz. Nick? Jason? Sie sind hier, oder? Wo sind sie versteckt? Antworte! Du weißt nicht, womit du es zu tun hast. Hast du die Dämonen etwa nicht gesehen? Ich weiß nicht, was da war. Ich schon. Hier unten gibt es Monster. Monster, die sich von Fleisch ernähren. Monster, die im Sonnenlicht verbrennen. Scheiße. Geht's ja ziemlich gut dafür, dass sie so weit gefallen ist. True. Oh, ich hasse Wasser. Also, das ist nichts Gutes. Wer ist denn Wasser? Also wenn da schon Unknown Structure steht, weiß ich nicht, ob ich da so zuversichtlich wäre. Gleich knallt's. Reiß das Ding das nieder! War der Letzte. Sollte sie erstmal aufhalten. Lang genug, um sie auf den Kameras zu sehen. Ein Zettel? I descend frontier, scatide non binae prenom Marie, sex female. Auf jeden Fall irgendwas Französisches. Wie das rote Wasser. Ja, nicht, also. Wasser ist halt immer kacke. So, und das kommt einem See oder Teich ja ähnlich. Mal eben nach hinten gehen, erste Regel in solchen Spielen. Einmal, egal wo du lang sollst, erstmal in die andere Richtung gehen. Let's go. Okay. Weil da kann ja immer was liegen tatsächlich. Wir haben Glück, dass wir noch leben. Hast was gut, Nick.
Ernsthaft, ich schulde dir was. Keine Sorge, Bruder. Du kannst dich bestimmt revanchieren. Aber mal im Ernst. Schön, dass du hier bist. Ich hätte niemanden lieber an meiner Seite. Du weißt, ich bin immer für dich da, Kumpel. Egal, was kommt. Der ist wie so eine Tropfsteinhöhle, nur andersrum. Irgendwie falsch rum. Komm ich da lang? Nein, komm ich nicht. Das habe ich mir gerade angeguckt. Das ist ja eklig. Ja, well, schon so. Okay, ich gehe andersrum. Ist okay, ich gehe andersrum. Ah, da vorne ist tatsächlich was. Weiß halt nicht, ob ich ihm eher ausweichen soll. Oh. Tika-Helm, die Krallen. Was ist? Was dir auch durch den Kopf geht, spuck's aus! Weiß Eric von dir und Rachel? Weiß nicht, mir egal. Mach mir nichts vor, Nick. Ich kenn dich, es ist dir nicht egal. Was passiert wohl, wenn Eric rauskriegt, dass du mit seiner Frau im Bett warst? Frau? Du denkst, die zwei hätten noch eine echte Ehe? Nein, das war vorbei lange bevor ich ins Spiel kam. Aber wenn er was weiß, lässt er es sich jedenfalls nicht anmerken. Red doch mal mit Eric. Von Mann zu Mann. Pack es aus. Du bist wohl verrückt. Ehrlichkeit. Du weißt, wo wir sind. Und was uns droht. Und jetzt? Jetzt willst du, dass ich reinen Tisch mache? Mit dem Mann, mit dessen Frau ich gepennt habe. Ernsthaft? Falls Eric es selbst rauskriegt, hält er es dir im schlimmsten Moment vor. Glaub mir, offene Karten sind am besten. Ja. Ehrlich, Jason. Das ist kein guter Rat. So ein Gespräch würde niemandem nützen. Ich mach das auf meine Art. Good, Bro. Wenn du meinst. Okay. Kratzspuren. Verdammte Scheiße. Jetzt auf einmal. Da hinten in der Ecke nicht. Da ist doch noch was, oder? Das ist beeindruckend. Meinst du? Ich frag mich, wie viele solcher Städten wir einfach zerbombt haben. Der Kram soll ruhig im Staub versinken. Nein. Das ist ein Problem. Die Menschen hier wollten keinen Krieg. Warum verteidigst du den Feind, Sergeant? Wir wissen beide, dass sie nicht alle Feinde sind. Fuck, Jason! Geht es hier um das Mädchen am Checkpoint? Scheiße, Nick, wie oft denn noch? Wir dachten, sie hätte eine Bombe. Es waren nur ihre Einkäufe. Wir haben Mist gebaut. Ich habe vorhin auch Mist gebaut. Willst du dazu noch was sagen, Sir? Ja, dachte ich's mir doch. Mailman 2-1 Actual, hier Dropkick. Bitte melden, over. 2-1 Actual, höre Sie. Kameras sind bereit, die Tunnel wurden gesprengt, over. Gute Arbeit, Lieutenant. Prüfen Sie den Ostkorridor, bleiben Sie wachsam, over. Verstanden, over and out. Alle gehen dem bestimmt aus dem Weg, ich folge ihm.
13. Dezember. Und ich begab uns nach unten bei unserem Aufbruch, überraschte mich. Klemperan meint. Ja, warte. Sie wirkte besessen, fast manisch angesichts unserer Leute. Oh, Scheiße, hat mich das erschrocken. Und konnte Crow nicht. Vor uns in einem schwindelerregenden Gewölbe lag eine abscheulich kolossal schlafende, riesige Gebilde gebaut in. Alles unleserlich. Möge Gott uns vergeben. Tagelang haben wir dieses tote stille Reich und seine Abscheulichkeit untersucht. Nun ist meine liebe Mary ein Opfer dieser Schrecken geworden. Crow fand sie bewusstlos in der Sternenkammer, ihre Notizen um sie herum verstreut. Er trug sie in unseren Versorgungsraum und bettete sie in eine der Zellen. Als Bradshaw von der Sache erfuhr, wich sie Fragen zu Marys Arbeiten da unten aus. Sie säuberte das Gesicht meiner Frau und sie sprachen Fieberwahn zu mich. Sie klang verzweifelt und verwirrt. Ich werde über sie wachen. Ich bete, dass sie Fieber nachlässt, damit wir endlich hier verschwinden können. Schade, dass ich nicht klippen kann. Warum kannst du nicht klippen, Nicole? Können wir da jetzt nochmal hin? Vielleicht ist da ja jetzt was aufgetaucht. Ich meine, zweimal Schrecken, werden die mich wohl nicht, oder? Ist es gerade zugegangen? Hab ich das da vorne schon? Ja, jetzt bin ich verwirrt, warte mal. Wie viele Soldaten sind in den Tunneln? Wie viele hat der Erdrutsch mitgerissen? Hast du uns allein angegriffen? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Lügner! Ich habe niemanden angegriffen. Doch, und zwar mich! Und meine Frau. Deine Frau? Ja, an der Klippe. Sie fiel. Tut mir leid. Das wird es. Dafür sorge ich. Aber es war nicht er, oder? Das war nicht er. Wie tief runterführt das? Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Nähern uns dem Ostdurchgang. Over. Ich sehe sie. Full check. Kalos-Scans haben ein großes Bauwerk unter dem Tempel gezeigt. Bleiben Sie wachsam. Da unten ist was Großes. Kann das nicht, Wolfie? Wie, du kannst es nicht? Das ist aber komisch. Von hier kam ich doch, von hier kam ich. Buh! Jetzt nochmal? Ja, jetzt kann ich hier nochmal hin. Okay. Gar nicht erschreckt oder so. Ist auch ganz insidious, so dass die Taschenlampe da auch rausgegangen ist, beziehungsweise das Feuer, ne? So ein Jumpscare einfach. So richtig gemein. So richtig so. Pech gehabt, ne? Schon. Lass mich da vorne hin. Scheiße. Die Tore haben ganz schön was abgekriegt. Die Dinger kamen hier mit voller Wucht angestürmt. Wer auch immer die Waffe bedient hat, hat sie aufgehalten. Und wurde dann hinterrücks massakriert. Die Biester sind nicht dumm. Es sind Raubtiere. Ich würde wetten, wenn die schon mal hier waren, kommen sie wieder. Das Blubberding vor allen Dingen war so ein riesen Fisch. Oh ja, ein Böses. Das Weiße, das war, dass wir den verbrannt haben. Vielleicht sollten wir den echt verbrennen, denn das ist ja keine Warnung, sondern was Gutes, das Weiße. Na, dann nochmal gucken. Das Luke.
Auf jeden Fall besser als dein Feuerzeug. Alter, siehst du sexy aus. Ich wollte sagen, ich werde bestimmt gleich noch verfolgt. Gut. Dann sichern wir doch mal den Tempel. Und hoffen, dass wir nichts übersehen. Da waren wir aber doch schon. So nah war ich der Hölle noch nie. Wir haben ein Geheimnis gefunden. Scheint ausgeblutet zu sein. Er war bestimmt einer der Forscher. Blutleer. Das klingt alles so nach Vampirismus hier. Ups. Stolperdraht. Schön. Heißt, wir werden keinen Stolperdraht verlegen. Ansonsten ist Rachel Matsch. Und das wollen wir nicht. Ah. Mina auch. Ja, kannst du machen. Hat sie auch geklippt oder was? Steffi hat eine Steintafel gefunden, okay. Dürfte ich ja eventuell auch bald noch eine finden. Ach, da komme ich nicht lang. Okay, aber mein. Ja, was ist das für ein Licht? Achso, für den nicht, Nicole. Kannst du jetzt da lassen, aber fürs nächste Mal da den für fremde Clips keine Punkte geben. Das ist einfach fucking Eichhörnchen. Speichel. Wir haben den schwarzen Speichel vom Schlund der Kreatur aus dem Kokon gesammelt und in Fläschchen gefüllt. Ich und andere, die an einer Substanz rochen, litten danach unter Herzklopfen und Angstzuständen. Manche berichteten von eigenartigen Veränderungen der visuellen Wahrnehmung, wie zum Beispiel anderen Farben. Wenn man der Grabungsstätte, wo M angegriffen wurde, weitere Speichelproben gesichert, der Geruch war so überwältigend, dass wir sie nur mit Atemschutzgeräten sammeln konnten. Wir empfehlen während der Arbeit mit der Proben allzeit Atemschutzmasken zu tragen, um nicht beeinträchtigt zu werden. Okay. So da reinleuchten. Ja. Der hat den Fußballer gemacht. Noch einer von den Forschern. Warte, da ist das. Da. Womit hat sie das nur verdient? Von einem Pflock durchs Herz getötet. Gott. Ja, gut. Ich bleib dabei. Halluzination. Denke, das waren nicht die Kreaturen. Wer dann? Weiß nicht. Buffy? Buffy? Ja? Behalt's lieber für dich. Man weiß nie, wann man einen Pflock brauchen kann, stimmt's? Der Fisch hat mich echt erschrocken. Ich weiß, dass du da bist. Ich hab dich auch lieb da hinten. Es folgt mir. Es folgt mir. Es folgt mir. Also es folgt mir wirklich. Wirklich sichtlich. Ich
Kann ich damit irgendwas machen oder muss ich einfach weiterlaufen? Ja, es ist gut. Vielleicht ist es ein Baby, bei der so geliebten Fische ekelhaft. Ja. Geheimnis gefunden. Weiß nicht, was für ein Geheimnis ich gefunden habe. Bitte, oh Gott, ich höre doch schon wieder ein weiteres Viech. Am Ende töten wir garantiert aus Versehen einen aus unserem Team. Es war in Man of Medan schon so. Der Gestank des Todes, bla bla, und überall lagen, ha? Über und über mit Fliegen bedeckt waren. Also wahrscheinlich Leichen, die über und über mit Fliegen bedeckt waren. Crow glaubt, dass, haha, hier herunterwarfen, nachdem, ha, ausgeraubt wurden. Diese unglückseligen Wanderer tun mir leid. Die Angst, dass sie, Doch das war nicht das, was er uns zeigen wollte. Ein schauerliches Ha-ha-ha-ha. Als Mary fragte, was es war, nickte Bradshaw Crow zu und dieser öffnete die Kiste mit dem Dynamit. Sie meinte, sie wollte es herausfinden. Was ist das? Da steht, sie fanden etwas Seltsames. Ach, echt jetzt? Wir haben ein Loch in den Fels gesprengt und ein Tor in eine seltsame Welt darunter entdeckt. Das aus der Öffnung hervorkriechende Herr, hier, guck! Das aus der Öffnung hervordringende, phosphoreszierende Licht ließ die gesamte Umgebung unheimlich wirken. Lady Bradshaw bestand darauf, weiter hinabzusteigen. Vielleicht hat Mary recht und Bradshaw wird langsam unvorsichtig und unbeherrscht. Aber ich muss ständig daran denken, was da unten sein könnte. Ich arbeite jetzt mit Crow und Pullman an einer Winde und einem Fahrstuhl, um in den Schacht einzudringen. Welche Geheimnisse mögen dort unten wohl auf uns warten, unberührt von der Welt da oben? Ich glaube tatsächlich, eventuell eine chemische Reaktion, phosphoreszierendes Licht, irgendwelche Gase von unten, die heraufsteigen. Oder aber das hat was mit den Leichen zu tun. Das könnte auch sein. Was haben wir da? Naja, hey! Scott, was hast du da? Nichts, was uns hilft, hier rauszukommen. Das ist das Ding von Krum. Jetzt wäre es mir auch egal, wenn es die Kronjuwelen von England wären. Aber Krum. Krum. Sieht aber nicht so aus, als ob hier noch irgendwas wäre. Wir sind auf jeden Fall Krum und der andere Typ gestorben. Krum. I don't know. Wollen wir hier wirklich schon weitergehen? Wenn wir da weitergehen, kommen wir wahrscheinlich zur nächsten Szene und würden dann Wolfies Szene abbrechen. Das möchte ich gerade eher ungern. Hatte ich das schon? Ja, die hatte ich schon. Mit dem Stolperdraht. Ich habe auch schon da runter geleuchtet. Ah, warte. Ist das hier vielleicht dieses Tor zur Unterwelt? Das wäre eine Option. Naja, genau, das hatte ich schon gelesen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier hinterher. Und es tut mir leid, Wolfi, aber ich breche dir jetzt wahrscheinlich deine Szene ab. Liebe. Kann die bitte das Viech da töten? Jetzt bemerkt sie es erst. Jetzt. Boah, bist du groß. Gerade eben warst du noch wesentlich kleiner. For real jetzt. Und natürlich sperrt uns der Scheiß ein, oder? Nee. Jetzt empfindlich. Nicht empfindlich. Müsste.